بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag und zu dieser Fortsetzung des Vortrages beziehungsweise in der Vortragsreihe über den Tag der Auferstehung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Teil 3 oder Teil 4 ist schon. Wir haben über die Zeichen der Stunde gesprochen. Ich glaube, es waren 5 Vorträge, wenn ich mich recht erinnere. Und dann haben wir angefangen mit Morgen ist der Tag der Auferstehung. Und natürlich meine ich nicht mit Morgen ist der Tag der Auferstehung, dass morgen wirklich der Tag der Auferstehung ist, sondern ich meine damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns gewarnt hat, uns Menschen im Koran, wo er subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اتَّقُوا رَبَّكُمْ in Surat, in welcher Surah ist es? Abdullah? يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ Ende von Surat. Ja, ihr Nasu Taku Rabbakum. Vielleicht kann mich einer von den Zuhörern erinnern an den Vers. Ja, ayyuhan Nasu Taku Rabbakum. Nicht in der Zelzelat al-Sa'a. Nein. Ja, ihr Nasu Taku. Ja, nein, es ist nicht Surat al-Nisa. يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر genau ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ja Allah Azza wa Jalla sagt in diesem Vers: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Ja, يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. O ihr Menschen, fürchtet Allah. Nein, es ist nicht Surat al-Baqarah und nicht Surat al-Nisa. Allah sagt in diesem Vers: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Und eine jede Seele unter euch soll eine jede Seele schauen, was sie für morgen vorbereitet hat. Für morgen. Also Allah Azza wa Jalla meint damit den Tag der Auferstehung. Den Tag der Auferstehung. Ja? Warum? Allah will uns zeigen, dass der Tag der Auferstehung sehr, sehr bald ist. So wie er sagt in einem anderen Vers, تَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Ihr, die Menschen, ihr seht diesen Tag, den Tag der Auferstehung, in weiter Ferne. Wir jedoch, also Allah subhanahu wa ta'ala spricht über sich, wir jedoch sehen ihn ganz nah. Ja? Und deswegen habe ich diese Überschrift auserwählt, ja, nur damit wir uns alle daran erinnern, dass Allah Azza wa Jal darüber spricht, dass Yawmul Qiyamah sehr, sehr bald ist. Ja? Und Allah Azza wa Jal beschreibt Yawmul Qiyamah, als wäre es morgen. Und dazu müssen wir auch noch alle dazu wissen, dass für jeden Einzelnen von uns, fängt der Tag der Auferstehung an mit seinem Tod. Ja, man mata faqad qamat qiyamatu. Derjenige, der stirbt, für ihn hat Yawm al-Qiyamah schon begonnen. Ja? Genau, ya ayyuhalladhina amanu. Afwan, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Barakallahu fik, Surat al-Hashr. Ja, Ende von Surat al-Hashr ist das. Und das ist eine Sache, die wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir das verstehen. Ja, dass wir verstehen, wenn du stirbst morgen, heute, Yawm al-Qiyamah hat für dich begonnen. Ja? Derjenige, der stirbt, für ihn hat Yawm al-Qiyamah, der Tag der Auferstehung, schon begonnen. Und wir haben ja nie eigentlich schon ziemlich, ja nie, ich würde nicht ganz sagen, komplett ausführlich darüber gesprochen. Entschuldigung, über Yawm al-Qiyamah, über den Tag der Auferstehung gesprochen. Ausführlich in dem Sinne, dass wir wirklich alles genannt haben. Aber wir haben über die wichtigsten Sachen gesprochen.
gesprochen, ja, über die wichtigsten Sachen gesprochen. Barakallahu fikum. Aber ich habe jetzt zum Beispiel bei dem letzten Vortrag, ja, der auch ziemlich lang war, ich glaube, das war, wenn ich mich recht erinnere, am Sonntag oder Montag, ja, der recht lang war. Ich habe da zum Beispiel einiges erwähnt, was passieren wird. Aber ich habe zum Beispiel nicht erwähnt, weil ich es entweder in dem Vortrag davor schon kurz angesprochen hatte. Ich hatte nicht erwähnt, dass an diesem Tag einige Sachen auch noch passieren, wie zum Beispiel, dass an diesem Tag die Sonne herbei, die Hölle herbeigezogen wird. Ja, an dem Tag, an dem die Menschen sich versammeln, Yawm al-Qiyamah, an diesem Tag, die Menschen werden versammelt sein, sie werden zur Rechenschaft gezogen, ja, ihre Taten werden gewogen, die Bücher werden verteilt. Eine von den Sachen, die passieren werden, dass Jahannam zu diesem Ort, wo die Menschen sich versammeln und Allah Azza wa Jalla die Menschen über die Menschen abrechnet, an diesem Tag wird auch das passieren, dass das Feuer, das Höllenfeuer, dorthin gezogen wird, so wie es authentisch überliefert wurde in der Sunna des Propheten Muhammad sallam und natürlich auch im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: "Waji'a yawma idin bi jahannam." Ja? Und an jenem Tage wird "Waji'a yawma idin bi jahannam." Und das Höllenfeuer an jenem Tage wird dorthin gebracht. "Waji", yani wird dahin gebracht, dorthin gezogen. Und in der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte der Prophet Muhammad sallam, dass das Höllenfeuer gezogen wird von 70.000 mit 70.000 Seilen. An jedem Seil werden 70.000 Engel, ja, Jahannam ziehen. An jedem Seil 70.000 Engel. Was alleine schon eine Zahl von 4,9 Milliarden Engeln ausmacht. Allahu Akbar. Ja. 70.000 Seile, an jedem Seil 70.000 Engel. Und über die Größe von Jahannam werden wir inshallah beim nächsten Vortrag, und sehr wahrscheinlich wird das morgen sein, inshallah. Ja, werde ich morgen über das Höllenfeuer sprechen und übermorgen inshallah über das Paradies. Oder andersrum, aber wahrscheinlich in der Reihenfolge. Ja, und wenn wir morgen oder wenn jemand von euch morgen dabei sein wird bei dem Vortrag, dann wird man einen kleinen Schimmer davon haben, wie groß und gewaltig das Höllenfeuer sein wird. Ja? Aber es reicht schon, dass wir wissen, dass die Engel gewaltige Engel sind. Ja? Und große, starke Engel. Aber alleine diese Anzahl an Engeln, liebe Geschwister, stellt euch mal vor, so wie ungefähr die Weltbewohner heute, ja, fast 5 Milliarden Engel, keine Menschen, Engel, werden Jahannam dorthin ziehen. Subhanallah. Ja, die Hölle ist etwas Gewaltiges. Und morgen werdet ihr inshallah genaueres erfahren, wie das Höllenfeuer aussieht und die Größe von dem Höllenfeuer. Ja, damit wir darüber Bescheid wissen und dass wir eventuell uns davor fürchten und unsere Pflichten zu erfüllen und versuchen, gute Gläubige zu sein. Aber das ist eine Sache, die passieren wird. Ja, überliefert im Koran und in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Eine andere Sache, die passieren wird, liebe Geschwister, ist, dass zu diesem Ort, wo die Menschen versammelt sein werden, am Tage der Auferstehung, dorthin wird Allah subhanahu wa ta'ala und Engeln in Reihen, also Allah azza wa jalla wird dorthin kommen, ja, Allah azza wa jalla wird kommen und Engeln in Reihen. Wenn man das hört, vielleicht der eine oder so, wie Allah kommt. Allah kommt. Ja? Allah Azza wa Jal kommt auf eine Art und Weise, wie es zu seiner Majestät gebührt. Ja? In einer Vollkommenheit und in einer Art, von der wir keine Ahnung haben, weil Allah Azza wa Jal hat uns nicht erklärt. Aber Allah Azza wa Jal hat uns wohl gesagt und bestätigt, dass er kommen wird am Tage der Auferstehung. Ja? Zu diesem Ort kommen wird. Wie er kommt, Allahu alam, wissen wir nicht. Ja, das ist die Aqida von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Aber kommt Allah, das heißt, bewegt sich Allah sozusagen? Ja, Allah kommt. Ja, Allah kommt
auf eine Art und Weise, die vollkommen ist, die seiner Vollkommenheit gebührt, aber eine Art und Weise, wie, das wissen wir nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Ja, und an dem Tag, ich glaube Surat al-Fajr, die Morgendämmerung, Allah sagt, und Allah subhanahu wa ta'ala wird kommen, وَالْمَلَكُ und die Engel in Reihen. Und die Engel in Reihen. Ja? Das heißt, Allah wird kommen an dem Tag. Dorthin kommen. Wie, wissen wir nicht. Auf eine Art und Weise, die wir nicht wissen und nicht verstehen können, ist nicht unsere Angelegenheit. Und liegt über unserer Vorstellungskraft. Deswegen denken wir nicht darüber tiefer nach. Wir wissen nur, wir glauben daran. Was Allah sagt, wir glauben daran. Ja, das Wie, wonach, nach dem Wie fragen wir nicht. Weil wenn es wichtig für uns wäre, das zu wissen, so hätte uns Allah Azzawajal darüber berichtet. Ja, das ist eine wichtige Sache, weil das gehört zu unserer Aqidah. Zur Aqidah von Ahl Sunnah wal Jama'ah, die Aqidah von den Sahaba radiallahu anhum, wie sie vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Islam geglaubt, gelernt haben. Ja, weil es gibt andere Sekten im Islam, es gibt Sekten, die anders glauben, die einfach leugnen oder das einfach anders erklären oder leugnen, ja, ein Ta'wil darin haben, etc. Das ist auch eine Sache, die wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir das wissen. Die Angelegenheit ist eine wichtige Sache. Eine andere Angelegenheit, liebe Geschwister, die ich auch noch unbedingt auch erwähnen wollte, ja, ich habe schon im letzten Vortrag erwähnt, dass an dem Tag, am Tag der Auferstehung, bestimmte Leute belohnt und andere erniedrigt oder bestraft werden. Und darüber, ehrlich gesagt, darüber kann man viele Vorträge machen. Weil darüber gibt es im Koran und in der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr viele Aussagen. Ja, aber das würde, darüber könnte man, wie gesagt, viele verschiedene Vorträge machen. Und ich denke, dafür reicht unsere Zeit nicht, beziehungsweise es gibt viele Themen, die man auch noch behandeln könnte. Deswegen, inshallah, habe ich nur beim letzten Vortrag zum Beispiel den authentischen Hadith gebracht, die 7 Arten von Menschen, die an dem Tag, wo es sehr, sehr heiß sein wird, wo es extrem schlimm sein wird, für die meisten aller Menschen, die je gelebt haben und für die Djinn, aber dort werden 7 Arten von Menschen sein, die an jenem Tag geehrt werden und im Schutz, beziehungsweise, anders erklärt, unter dem Schatten vom Thron von Allah subhanahu wa ta'ala sein werden. Ja? Es gibt Überlieferungen, wo steht, dieser Hadith wurde oft überliefert, es gibt Überlieferungen, wo einfach nur steht, die unter dem Schatten von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Ja? Und das ist natürlich nicht, das darf man nicht so einfach so verstehen oder falsch verstehen, ja? Weil wenn man jetzt einfach seine Logik nimmt, ja, sein Intellekt nutzt, dann würde man sagen, ja okay, warte mal, wenn das der Schatten von Allah subhanahu wa ta'ala ist, wo die Menschen, diese 7 Arten von Menschen drunter stehen, dann würde das ja was bedeuten? Das würde bedeuten, Allah, die Sonne ist hier und Allah ist da drunter und deswegen ist da drunter ein Schatten, wo dann diese 7 Arten von Menschen Schutz nehmen würden. Ja? Aber das ist nicht der Fall, liebe Geschwister. Das ist nicht der Fall und das ist auch, das ist nicht der Fall und das ist nicht die Wahrheit. Weil nichts ist über Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah Azza wa Jalla ist nicht in seiner Schöpfung drinne. Ja, Allah ist nicht mit seiner Schöpfung vermischt und in seiner Schöpfung drinne. Und nichts ist über Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla, einer seiner Namen ist Al-Ali. Ja, und er hat viele solche Namen, die seine Uluwiyya, Al-Fawqiyya, dass er der Höchste ist und dass er ganz oben ist, die das erklären. Ja. Und die das zeigen. Also nichts ist über Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wie gesagt, man muss ja auch alle Hadithe und Beweise zusammennehmen und auch allgemein die Aqidah einfach verstehen. Aber wenn man die Beweise nimmt, diese Hadithe, es gibt genügend Beweise, Überlieferungen, das steht, unter dem Schatten des Throns am Tage der Auferstehung stehen werden. Ja, diese Menschen, diese 7 Arten von Menschen, werden unter dem Schatten vom Thron von Allah subhanahu wa ta'ala sein. Ja?
Und allgemein, ja, nee, gibt es auch Erklärungen von Gelehrten darüber, aber wie gesagt, nichts und niemand war oder wird je über Allah subhanahu wa ta'ala sein. Allah Azul ist der Allerhöchste. Allah Azul ist der Allerhöchste. Ja? Und nichts ist über ihn und Allah Azul ist nicht in seiner Schöpfung drin. Ja? Oder vermischt mit seiner Schöpfung. Ba'inun min khalqi, wie wir gelernt haben in der Aqidah. Ja? Und wie gesagt, und sein Thron ist auch nicht, ja, nee, wieder mal, connected, ist nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala nicht verbunden, sondern ja, Allah azza wa jal, weil der Thron von Allah subhanahu wa ta'ala ist auch nur ein Geschöpf von Allah. Ja, ist ein Geschöpf von Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht mit seiner Schöpfung, wie sagt man das am besten? Ich suche gerade das richtige Wort. Ich wollte hier sagen verknüpft, aber das wäre ja auch nicht das richtige Wort eigentlich. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht mit seiner Schöpfung vermischt oder berührt es in dem Sinne. Ja, also nicht berührt, sondern wie sagt man das einfach? Kann mir vielleicht einfach jemand helfen? Manchmal fehlen mir einfach die leichtesten Worte. Ja, keiner da? Okay. Aber ich verstehe nicht, worauf ich hinaus will. Ja? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, auch sein Thron selbst ist seine Schöpfung. Und Allah azza wa jalla war schon immer da, ohne den Thron. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ihr versteht, was ich meine. Ja? Ist nicht connected, ja, mit seinem Thron. Nein. Ihr versteht, inshallah. Ja, verwachsen, wir verbunden. Ja, vielleicht verbunden. Ja. Tayyib. Auf jeden Fall, liebe Geschwister. Aber ich wollte noch einige andere Sachen dazu nennen, zu dieser Sache, zu den Leuten, die am Tage der Auferstehung belohnt oder bestraft werden. Ja, belohnt oder bestraft werden, geehrt oder entehrt und entwürdigt werden. Ja? Und eine Sache, die besonders heutzutage, wo viele Leute so Panik haben und Angst haben, ja, wegen diesem Virus etc., wegen Versorgung, wegen Essen und Trinken oder manche sogar die ganz große Probleme mit ihrer Psyche, mit ihrer Welt haben. Manche Leute haben auch einfach Panik wegen Klopapier zum Beispiel. Gibt halt einfach verschiedene Menschen, jeder hat andere psychische Probleme oder jeder hat andere Probleme, manchmal auch psychische Probleme. Und deswegen, ja, aber eine Sache, die wichtig ist, und das ist eine Sache, liebe Geschwister, die hat mit unserer Aqida, mit unserem Glauben zu tun. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt im authentischen Hadith, der überliefert wurde bei Bukhari und Muslim, bei anderen, von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, und ganz besonders, erwähne ich jetzt hier den Hadith, der überliefert wurde bei Sahih al-Bukhari, ja, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtete über den Tag der Auferstehung. Und er sagte, am Tag der Auferstehung wird es eine Gruppe geben von 70.000 Menschen. Sie werden ins Paradies eintreten, ohne bestraft und ohne befragt zu werden. Keine Frage. Ja, sie werden von Allah gar nicht befragt. Sie werden gar nicht zur Rechenschaft gezogen. Ja, das heißt, sie stehen auf am Tage der Auferstehung, sie gehen einfach ins Paradies. Sie haben keine Abrechnung, keine Strafe, gar nichts. Ja, sie gehen einfach direkt ins Paradies. Und dann ist der Prophet Muhammad s.a.w. hat das erwähnt und ist dann in sein Haus reingegangen. Und dann haben die angefangen, die Sahaba miteinander zu sprechen. Dann haben die einen gesagt, wir sind das bestimmt, weil wir sind ja die Gefährten, wir sind die Gefährten des Propheten. Andere haben gesagt, nein, es sind bestimmt unsere Kinder, weil die direkt im Islam aufwachsen und die haben noch nie Schirk begangen. Die Sahaba radiallahu anhum, die haben ja, bevor der Islam zu ihnen gekommen ist, ja, der Ein-Gott-Glaube, der Monotheismus, der wahre Glaube, wie man an Allah glaubt, haben sie ja Schirk begangen. Ja, sie waren Götzendiener, die haben gesündigt, die haben ja keinen Glauben gehabt. Ja, außer ganz wenige von ihnen haben entweder an Monotheismus geglaubt,
wie zum Beispiel der Cousin von Khadija bint Khuwailid, radiallahu anha. Wer ist ihr Name? Wer weiß das? Komm, 69 Leute. Wenn mir einer jetzt den Namen sagt, der kriegt von mir eine Packung Klopapier. Ja? Wer weiß das? Der Cousin von Khadija bint Khuwailid, radiallahu anha, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Wer weiß das? Direkt als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am allerersten Tag die ersten Verse, die ersten fünf Verse von Allah subhanahu wa ta'ala bekam, das allererste Mal, Iqra, lies im Namen deines Herrn. Ja, dann ist er nach Hause gegangen und Khadija radiallahu anha, er sagte dann, Zammiluni, ja, bedeck mich. Ja, der war im Angstzustand und hat gezittert und ihm war kalt. Ja, der hat den Engel gesehen. Ja, und Allah hat ihn zum allerersten Mal den Engel geschickt und er hat mit ihm gesprochen. Und in der Höhle von Hira, also ganz in der Nähe von Mekka. Und dann hat Khadija radiallahu anha, richtig, Samir hat es gewusst. Hast du es gewusst oder hast du gegoogelt? Ja, nein, Zaid war es nicht. Der Bruder hat es schon geschrieben, der Bruder Samir hat geschrieben, Waraqatu ibn Nawfil. Ja, Waraqatu ibn Nawfil, radiallahu anhu. Und es war ein alter Mann. Und was war der, was hat er für ein Wissen gehabt? Er hat ja Wissen von der Schrift gehabt. Ja, es gab Sahaba, ganz wenige, die haben das verwehrt. So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch. Manche Sahaba, die haben einfach ihr Herz, ihre Fitra, sie hatten ja keine Religion, ja kein Buch. Aber sie wussten, dass das Anbeten der Götzen falsch ist. Ja, die haben in Mekka 360 Götzen gehabt, die sie angebetet haben. Und ganz wenige von ihnen haben gesagt, nein, wir beten die nicht an. Manche von ihnen haben noch ein bisschen an diese, ich sage mal, abrahamitische Religionen geglaubt. Das heißt entweder an Christentum, Judentum. Und haben deswegen dann gewusst, nein, wir müssen an einen Gott glauben. Es gibt einen Schöpfer, einen Gott und nur den darf man anbeten. Sie wussten aber nicht, wie man ihn anbetet. Ja? Deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, in der Sura, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Und er fand dich vor, Allah Azza wa Jalla spricht, وَالْضُحَى, Surat al-Duha. Allah spricht hier zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Und Allah Azza wa Jalla hat dich vorgefunden in einem Zustand der Unwissenheit. Also Dal heißt eigentlich, wortwörtlich übersetzt, irre geleitet. Ja? Und dann hat er dich recht geleitet. Ja? Aber damit natürlich, der Tafsir davon bedeutet nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irre geleitet war, sondern er kannte nicht At-Tafasil, Tafasil al-Sharia. Er wusste nicht ganz genau. Er ist ja zu Gharu Hira gegangen und hat dort an die Schöpfung gedacht. Ja? An Allah gedacht. Ja? Und er ist manchmal dort tagelang geblieben. Er hat dort nachgedacht. Er hat sozusagen meditiert. Allah gedacht, aber er wusste nicht die Einzelheiten der Religion, wie man betet, wie man, ja. Und deswegen hat Allah sagte in diesem Vers, und Allah hat dich irre geleitet, also er hat dich in einem Zustand gefunden, dass du nicht die Einzelheiten der Scharia kanntest, ja. Du wusstest nicht genau, wie betet man Allah an. Ja, wie betet man, wie gedenkt man Allah, wie preist man Allah subhanahu wa ta'ala. Und ja, auf jeden Fall, als dann Khadija radiallahu anha, sie war dann die Erste, die davon wusste, und deswegen war sie auch die erste Muslima, Gläubige im Islam, die hat dann auch an Allah geglaubt, ist die erste Frau, die den Islam angenommen hat. Und sie hat dann ihrem Cousin Waraqa ibn Nawfal davon berichtet. Und das war ein alter Mann, der halt Wissen hatte von den Büchern, ja, also von dem Evangelium, von der Tora. Und dann hat er zu Muhammad sallam gesagt, dass er hat ihm davon berichtet. Er sagte zu ihm, dein Volk wird dich vertreiben. Und der Prophet Muhammad sallam war erstaunt. Er ist in Mekka geboren, aufgewachsen. Hat ihm gesagt, werden sie mich vertreiben aus Mekka? Dann sagte Waraqa zu ihm, noch nie ist ein Prophet mit dem gekommen, womit du gekommen bist, außer dass er von seinem Volk vertrieben wurde.
ja, und bekämpft wurde. Er sagte, wäre ich jung, ja, wäre ich jung, so würde ich die Ehre haben, yani dir beizustehen und dir zu helfen, ja, die Botschaft Gottes zu verkünden. Ja, aber er war ein alter Mann. Wie gesagt, das war Warqatu ibn Nawfal, das ist der Cousin von Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anhum ajma'in. Kommen wir zurück zum Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, 70.000 von meiner Umma, sie werden ins Paradies gehen, ohne bestraft zu werden und ohne befragt zu werden. Die Sahaba radiyallahu anhum haben dann gefragt, wer soll das sein? Sind wir das? Andere haben gesagt, nein, sind das vielleicht unsere Kinder, die im Islam aufgewachsen sind, die noch nie Götzendienst begangen haben. Andere haben gesagt, nee, das sind vielleicht die Kinder, etc. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam raus und er fragte er sie, wo, ja, beziehungsweise er sagte ihnen dann, wer diese 70.000 sind, als er sah, dass sie ja, hin und her überlegten und nicht auf diese Antwort kamen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكون وعلى ربهم يتوكلون. Ein Augenblick, ganz kurz. Okay. So, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in diesem Hadith, diese Leute, die am Tage der Auferstehung, 70.000, direkt ins Paradies gehen, ohne befragt zu werden, ohne bestraft zu werden. Ja, die haben direkt ein Ticket, direkter Durchgang ins Paradies. Sie haben vier Eigenschaften. Es gibt natürlich auch eine andere Riwayah, eine andere Überlieferung bei Sahih Muslim. Da steht La yastarqun wa la yarqun. Ja, aber das ist die richtige, da ist also sozusagen diese Ziyada, ein Wortlaut, was da drin ist, ist nicht richtig, sondern das richtige Wortlaut ist diese, die ich als erstes überliefert habe, und wie gesagt, die ist authentisch bei Sahih Bukhari überliefert, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, La yastarqun, sie fragen nicht nach Ruqya. Ja, diese Leute, sie fragen nicht nach Ruqya. Wa la yatatayyarun, sie haben keine, At-tatayyur ist Aberglaube zu haben. Ja, sie haben keinen Aberglauben. Kein Aberglaube. Das ist die zweite Eigenschaft, die sie haben. Wala yakun. Das ist, sich behandeln zu lassen mit Feuer. Ja, mit Feuer. Das hat man früher gemacht. Das ist eine Methode, wie man sich heilen kann, wenn man bestimmte Krankheiten hat. Dass man heiße Kohle nimmt oder so. Und dann, ja, ihr kennt das alle, okay? Ja, auf hier an der Schulter oder, ja, das hat man, das ist eine ganz alte Medizin. Und ich glaube, das gibt es immer noch. Entweder mit ganz, ganz heiß, extrem heiß oder ich glaube sogar, dass man das auch machen kann mit extremer Kälte. Ja? Ist auf jeden Fall man mit einer Art von Verbrennung an einem bestimmten Körperteil, dass man sich damit heilt. Ja? Und das ist die dritte Eigenschaft. Sie machen das nicht. Und das vierte, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und sie vertrauen auf Allah. Ja? Das heißt, liebe Geschwister, diese vier Eigenschaften, beim letzten Vortrag haben wir sieben Leute erwähnt, die sieben verschiedene Eigenschaften haben. Diese Leute werden am Tage der Auferstehung einen speziellen Ort haben. Sie werden unter dem Thron, unter dem Schatten vom Thron von Allah subhanahu wa ta'ala stehen dürfen, wenn andere Leute ganz, ganz nah unter der Sonne stehen werden. An einem Tag, dessen Ausmaß 50.000 Jahre ist. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Ja? Aber diese Menschen, die wir heute erwähnen im Hadith, die haben vier Eigenschaften. Und sie werden ins Paradies gehen. Sie müssen natürlich Gläubige sein, ja, nur zur Info, weil wir vielleicht auch manchmal Zuhörer haben, die keine Muslime sind. Sie haben vier Eigenschaften. Ich wiederhole sie ganz kurz und dann will ich noch ganz kurz etwas darüber sagen. Nummer eins, sie bitten nicht um Ruqya. Nicht, dass sie keine Ruqya machen. Sie können Ruqya machen, bei sich selbst, bei ihren Kindern, bei anderen. Ja? Aber sie dürfen nicht, also wenn sie zu diesen gehören wollen, dürfen sie nicht um Ruqya bitten. Das heißt nicht, dass Ruqya darum zu bitten, ist nicht haram. Nicht falsch verstehen. Okay? Nicht falsch verstehen. Wenn du Ruqya verlangst, das heißt nicht, dass es haram ist.
Das heißt, nur wenn du nach Ruqya fragst und verlangst, dann kannst du nicht zu diesen 70.000 gehören. Ja? Das ist nur eine besondere Gruppe von Menschen. Ja? Eine besondere Gruppe von Menschen, die direkt ins Paradies eingehen dürfen. Das heißt, du kannst trotzdem ins Paradies gehen, wenn du nach Ruqya verlangst. Aber du kannst nicht zu dieser Elite gehören. Ja? Weil sie haben einen ganz besonderen, starken Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, sie verlangen nicht Ruqya. Sie fragen, sie bitten nicht um Ruqya. Kannst du bitte bei mir Ruqya machen? Okay? Aber es ist erlaubt. Es ist erlaubt, okay? Es ist erlaubt, danach zu fragen, aber sie bitten nicht darum. Diese Leute, diese Speziellen, sie bitten nicht um Ruqya. Und sie haben keinen Aberglaube. Ja? Diese Aberglaube, oh, ich habe eine schwarze Katze gesehen, der Vogel ist von da nach da geflogen. Oh, ich habe einen schwarzen Hund gesehen, heute ist ein schlechter Tag. Oh, irgendwie, ja, diese ganz, alles was Aberglaube ist. Alles was Aberglaube ist. Früher gab es andere Sachen, wenn die zum Beispiel zur Zeit des Propheten Muhammad s.a.w., ja, wenn sie schwarze Katzen gesehen haben oder ein Vogel fliegt von, keine Ahnung, von Westen nach Osten oder Osten nach Westen oder so, oh, heute ist ein schlechter Tag, ein Omen, heute verreise ich nicht. Ja, wenn die bestimmte Sachen gesehen haben, heute verreise ich nicht. Oder heute mache ich das und das nicht, weil heute habe ich das und das gesehen. Ja? Alles, was Aberglaube ist, egal ob früher oder heute, diese speziellen Gläubige, die eine starke Verbindung zu Allah haben, einen starken Glauben haben, sie haben keinen Aberglaube. Ja? Sie haben die Sache nicht. Sie vertrauen auf Allah Azza wa Jalla. Ja, sie haben gar keinen Aberglaube. Ja, deswegen, das ist die zweite Eigenschaft. Die dritte Eigenschaft, ich glaube, das ist nicht eine Sache, die weit verbreitet ist, ja, sich mit Feuer zu behandeln, ja, sich irgendwie an der Schulter oder irgendwo wenn man irgendwie bestimmte Krankheiten hat, Rheuma oder keine Ahnung, bei welchen Sachen man das macht oder gemacht hat früher, manchen Ecken auf dieser Welt macht man das heute noch. Ja, sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise an irgendeiner Stelle des Körpers mit Glut, ja, mit heißer Kohle irgendwie behandeln zu lassen. Okay? Das machen sie nicht. Und als viertes und ganz besonders und ganz, ganz wichtig oder vielleicht sogar am wichtigsten, sie vertrauen auf Allah. Ja, sie vertrauen auf Allah. Und das, liebe Geschwister, das ist vielleicht am wichtigsten von den vieren. Ja? Von den vier wichtigsten Sachen, von den vieren vielleicht die wichtigste Eigenschaft, die man hat als Gläubiger, um auch zu diesen Leuten zu zählen und allgemein, um als guter Gläubiger zu sein, auf Allah zu vertrauen. Und auf Allah zu vertrauen bedeutet nicht, dass man fahrlässig ist, bedeutet nicht, dass einem alles egal ist. Ja, ich laufe über Rot und ich gehe, ist egal, wo die Pest ist und die Epidemie ist, ich gehe überall rein, mich juckt alles nicht, ich vertraue auf Allah. Nein, das bedeutet das nicht. Der Prophet Muhammad s.a.w. brachte dem Sahabi bei, er sagte zu ihm, binde deine Kamele fest und dann vertraue auf Allah. Das heißt, al-akhd bil-asbab. Ja? Du nimmst alles an Prävention, an was nötig ist. Du kannst auch nicht dein Tresor offen lassen, deine Haustür offen lassen, dein Auto offen lassen, dein Portemonnaie überliegen lassen. Ja, ich vertraue auf Allah. Es passiert nur, was Allah will. Nein, das bedeutet das nicht. Ja, das heißt, du nimmst die Asbab, du nimmst alles, was Prävention angeht und was deine Sicherheit angeht und deine Familie. Ja, du schließt deine Türe ab, du bewahrst dich, du ziehst dich warm an, wenn du Sport gemacht hast und rausgehst etc. Du machst das, was man machen muss als Mensch mit all den Gesetzen, die wir kennen, ja, von allem, wie wir erzogen wurden, was man halt kennt, damit man nicht krank wird etc. Und dann vertraut man auf Allah, ja. Und dann vertraut man auf Allah ganz gewiss, was es bedeutet, was dann kommt, egal was dann kommt. Ja? Wie auch zum Beispiel jetzt mit diesem Virus zum Beispiel, ja, man beschützt sich, was man kann, indem man sich zum Beispiel wäscht, diese ganzen hygienischen, ja, die Sachen, womit die jetzt kommen, ja? Diese Hände waschen, wenn man rausgeht, wenn man reinkommt, etc. Diese Sachen, die kennen wir im Islam schon seit 1400 Jahren. Ja, der Prophet Muhammad s.a.w. gibt so viele zahlreiche Hadithe, dass wenn man aufsteht morgens, sich die Hände zu waschen dreimal, ja, dreimal die Hände zu waschen, weil man nicht weiß, wo die Hand übernachtet hat, wo die Hand gewandert ist, was die Hand berührt hat in der Nacht. Wenn man rausgeht, wenn man reinkommt, zu den, ja, bevor man isst, nachdem man isst, diese ganzen Sachen kennen wir im Islam. Ja, diese ganzen Sachen der Hygiene, auch Ad-Dalk, was überliefert wird in Hadithen, ja, wie zum Beispiel bei der melikitischen Rechtsschule auch,
bei Ghusl, ja, bei der Großwaschung, dass man nicht nur so wäscht, sondern dass man wirklich auch reibt. Ja, dieses Waschen und Reiben zwischen den Händen und das kennen wir alles schon. Ja, in unserer Religion, das sind alles Taten, die wir machen sollen, müssen oder sollen. Ja, müssen oder sollen. In unserer Religion, das kennen wir seit 1400 Jahren. Dass ja, die Ganzkörperwaschung einmal die Woche sowieso plus nach jedem Geschlechtsverkehr oder nach dem Wochenbett, nach der Menstruation etc. etc. Ja, diese ganzen Gesetze, die wir haben im Islam, was ja die Töpfe, die man benutzt, dass die zugehalten, dass die bedeckt werden, dass das Essen nicht offen steht, dass dieses und jenes gemacht wird, das gehört alles zu den Sachen, die sowieso im Islam. Aber man macht das und daraufhin vertraut man auf Allah und man macht sein Leben und man hat keine Panik. Man hat weder Panik vor irgendeinem kleinen Minivirus, man hat auch keine Panik vor, dass man verhungert. Nein, man vertraut auf Allah, weil Allah ist der Versorger. Allah ist Azzawajal, ist der Versorger. Allah Azzawajal ist der Versorger. Warum soll ich mich fürchten, dass ich morgen kein Essen mehr habe? Yes, die Kühe leben alle noch, die Schafe leben, die habbakumullah, barakallahu fikum, ja, die Hühner leben, die Hühner legen ja immer noch Eier. Und die Kühe, die geben ja morgen auch noch Milch. Die Milch ist ja nicht heute zu Ende. Die leben ja noch. Und die geben ja, wie sie gestern Milch gegeben haben, geben sie auch heute Milch und morgen Milch. Was für eine Panik, subhanallah. Und geben sie Milch, geben sie keine Milch. Allah ist der Versorger. Allah also versorgt Schweine und Affen. Allah versorgt seine Feinde. Allah versorgt Ungläubige und Mörder. Warum soll er dich nicht versorgen und deine Kinder? Subhanallah. Ja? Deswegen Allah, ein Gläubiger vertraut einfach auf Allah. Und das ist eine Eigenschaft, die Geschwister, die man haben soll als Gläubiger. Und das steht im Koran wieder und wieder in so vielen verschiedenen Suren und so vielen verschiedenen Ayats. Wa'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Ja? So vielen Versen des Koran werden wir dazu aufgefordert, auf Allah zu vertrauen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt was? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa. Und derjenige, der auf Allah vertraut, dem ist er Genüge. Allah ist dir Genüge, subhanallah. Weil Allah, alles ist in seiner Macht, alles ist in seiner Hand. Allah ist der Versorger, Allah ist der Beschützer. Allah sagt im Koran in Surat Yusuf, Wallahu khayrun hafidha, wa huwa arhamur rahimin. Allah ist der beste Beschützer und er ist der Barmherzigste. Ja? Er ist der Barmherzigste. Arhamur Rahimi, der barmherzigste Alabama. Und deswegen, liebe Geschwister, sehr, sehr wichtig. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel auch, wie man am Tage der Auferstehung belohnt wird. Ja, eine der Arten und Weise, wie man belohnt wird, dass man auf Allah vertraut. Dass man ein ruhiges Herz hat. Warum? Weil egal, was passiert auf dieser Erde, du weißt, da ist Allah. Ja. Du verdienst jetzt kein Geld mehr, du weißt nicht mehr, ob dein Lohn kommt. Vergiss nicht, da ist noch Allah. Ja? Egal wer dir was will, Allah ist da. Allah ist ein Beschützer, Allah ist da. Allah ist der Versorger. Allah war schon immer der Versorger. Allah hat dich versorgt, als du dich gar nicht um dich selber kümmern konntest. Allah hat dich versorgt, als du 9 Monate lang im Bauch deiner Mutter warst. Ja? Allah hat dich versorgt in dieser Zeit. Er hat dir Sauerstoff gegeben, da, im Bauch deiner Mutter. Ja, in dieser Dunkelheit da drinnen. Subhanallah hat dir Sauerstoff da drin gegeben. Allah hat dir Nahrung gegeben und Flüssigkeit gegeben. Als du rausgekommen bist, ja, als du rausgekommen bist vom Bauch deiner Mutter, so hat, ja, von jetzt auf gleich hat Allah subhanahu wa ta'ala, der Versorger, einfach so hat auf einmal die Brüste deiner Mutter gefüllt mit Milch. Mit Milch, einfach gefüllt. So, bach. Und es war voll. Wie? Allah ist da, Allah ist der Versorger. Warum hast du Angst? Subhanallah. Du konntest nichts dafür. Du konntest sie nicht füllen. Deine Mutter selber konnte diese Brüste nicht mit Milch füllen. Aber Allah Azza hat sie gefüllt mit Milch. Und das normalerweise meistens 2 Jahre lang. Manchmal sogar weniger oder mehr. Allah hat sie gefüllt. Kaum warst du draußen und du hast nicht mehr von der Gebärmutter gegessen. Und wurde es ernährt, subhanallah. Kaum war diese Gebärmutter abgeschnitten, hat Allah die nächste, ja, hat Allah die nächste Versorgung für dich geschrieben. Subhanallah. Warum? Allah ist der Versorger.
Wie gesagt, wie kann das sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ja, Tiere ernährt? Ja, und Allah, ich habe mir manchmal, habe ich mir so, vielleicht jeder von uns sich Dokus angeschaut. Ja, im tiefsten Sibirien oder auf der Antarktis, keine Ahnung, minus 80 Grad wo, oder minus 100 Grad, wo keiner überleben kann. Ja, oder in, dort in diesen Eisklötzen, riesige Eisberge, dort in diesem Wasser unten, wo es, wie kalt das ist, und dort leben, ja, oder in den tiefsten Ozeanen, ja, was noch gar nicht erforscht wurde, subhanallah, yani, Allahu alam, wie viele Kilometer tief dort Fische sind, Dunkelheiten, ein Druck, den die meisten Geschöpfe gar nicht, auch die normalen Fische gar nicht aushalten können, dort versorgt Allah Azza wa Jalla diese Fische und Pflanzen und Allahu alam, was es da unten alles gibt. In der tiefsten Erde, unter der Erde sind Geschöpfe und Geziefer und Insekten, die wir vielleicht noch nie gesehen haben und noch nie erfahren haben und vielleicht nie davon erfahren werden. Dort unter der Erde, vielleicht hunderte Kilometer tief, dort sind Geschöpfe, die leben. Und wie sie leben, Allah weiß das. Aber sie leben. Und wie leben sie? Sie werden versorgt. Von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Machst du dir Sorgen? Dort oben im Himmel leben Vögel und leben Engel und subhanallah, Allah weiß, was da alles lebt. Und vielleicht gibt es auf anderen Planeten andere Geschöpfe, die leben. Und sie werden versorgt. Und hier auf dieser Erde sind ganz, ganz böse Menschen unterwegs. Von Massenmördern, von Vergewaltigern, von Kinderschänder. Ja, ganz, ganz schlimme Menschen sind auf dieser Erde. Und selbst die versorgt Allah. Nicht als Belohnung, aber Allah ist der Versorger. Und Allah Azza wa Jalla hat eine Barmherzigkeit, die keine Grenzen hat. Es gibt bestimmte Barmherzigkeiten, die sind nur für bestimmte Leute. Ja? Bestimmte Barmherzigkeit für bestimmte Leute. Aber es gibt auch Barmherzigkeiten, die ist für seine komplette Schöpfung. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Und meine Barmherzigkeit umfasst alles. Sie umfasst alles. Alle Dinge, alle Geschöpfe. Allah hat sie erschaffen. Er lässt sie nicht einfach so komplett alle verhungern und dahin schwinden oder... Allah prüft natürlich, weil es ist ein Ort der Prüfung. Und es ist, bedeutet nicht, dass wenn die einen arm sind, dass sie schlecht dastehen und dass sie da, dass Allah sie erniedrigt. Nein, vielleicht prüft er sie jetzt ein bisschen hart mit Hunger, mit Armut, aber dafür werden sie danach Ewigkeit im Paradies genießen. Und andere prüft er jetzt mit Reichtum und mit Gold und mit Ferraris und so, aber danach wird es ganz, ganz anders aussehen. Und deswegen, liebe Geschwister, sehr, sehr wichtig, dass wir diese Sachen verstehen. Dass wir auf Allah vertrauen. Allah ist der Versorger. Allah hat dich schon immer versorgt. Allah hat dich versorgt im Bauch deiner Mutter. Allah hat dich versorgt, als du ein kleines Baby, ein Säugling warst und die Brüste deiner Mutter gefüllt. Und Allah hat dich danach versorgt. Ja? Allah versorgt uns ja immer. Jeden Tag, jetzt gerade, überall. Allah lässt die Euter der Kühe voll werden. Und diese Kühe gebären. Und diese Schafe und diese Hühner etc. Allah Azza wa Jalla lässt dieses Wasser auf dieser Erde verdunsten und in den Himmel steigen und dann als Regen runterkommen und dann diese Erde, daraus bringt er. Und subhanallah, hätte es nicht gereicht, subhanallah, dass Allah uns einige Früchte, einige Gemüsesorten gebracht hätte, es hätte bestimmt gereicht. Aber schaut auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er, was er für die Menschen bereitgestellt hat. Und das hat er nur für uns gemacht. Weil er braucht das nicht. Ja? Allah Azul braucht gar nichts. Nichts und niemanden. Aber Allah Azul hat für uns diese, wenn ihr mal auf dem Markt seid oder im Supermarkt seid, ja, wenn ich mir manchmal nur diese Farben anschaue im Supermarkt, dann denke ich einfach, subhanallah. Subhanallah. Grün, rot, rosa, orange, gelb, ja, schwarz, weiß, lila. Und da ist so viel Gemüse, so viel Obst, so wunderschöne Sachen. Ja? Subhanallah. So viele verschiedene Arten. Und dann manchmal bist du in einem Laden, der zum Beispiel, oder ja, besonders in unseren Ländern, sag ich mal, in Afrika, in Asien und so gibt es das viel, viel mehr, diese Märkte, wo es einfach nur Gewürze gibt.
Gewürze, hunderte, tausende von Gewürzen. Ja, subhanallah. Roter Pfeffer, schwarzer Pfeffer, dieser Pfeffer, die, auch Früchte. Ja? Ja, wir kennen vielleicht diese Melonen, diese Wassermelonen, von innen sind die so knallrot und dann sind die besonders lecker und ja, mashallah. Ja, dann, ich weiß nicht, wo ich war, irgendwo in Asien, Malaysia, Indonesien, irgendwo war ich schon mal, da habe ich einfach Wassermelonen gesehen, die sind von innen komplett gelb. Ja, richtig knallgelb. Subhanallah. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Und Allah erschafft, was ihr nicht kennt. Ja? Es gibt so viele Früchte, ja, die wir kennen, die so und so aussehen, auf der anderen Seite der Erde, die sehen ganz anders aus. Oder schmecken ganz anders. Oder haben ganz andere Farben. Ja, subhanallah. Ihr schaut nur auf Äpfel. Wie viele Sorten von Äpfel gibt es? Wie viele Sorten von Trauben oder Bananen oder Mangos gibt es? Ja, subhanallah, wenn ich in Togo, in Westafrika, da in Benin oder Burkina Faso unterwegs bin oder war, ja, subhanallah, so viele verschiedene Sorten von Mangos. Subhanallah, die eine gelb und die einen rot und die anderen klein und die anderen groß. Und diese Mangos, das sind nicht die Mangos, die es in Pakistan gibt. In Pakistan gibt es diese ganz, ganz leckeren, gelben, extrem süßen Mangos. In Deutschland leider gibt es nur diese, ja, diese grünen, nicht so süßen, weil das deutsche Volk so ein komisches Volk ist. Die mögen es nicht so süß. Hat mir mal ein Obsthändler erklärt. Der sagte zu mir, ja, die holen extra diese Mangos, die ihr vielleicht alle kennt, beim keine Ahnung, im Edeka, Aldi und so. Ja, die sind ja nicht so süß, aber die sagen, weil die deutsche Bevölkerung, die lieben es nicht so süß, so extrem süße. Ich verstehe das zwar nicht, aber wie auch immer, ja. Ja, aber es gibt so süße, so leckere Mangos, subhanallah. Ich rede vielleicht jetzt gerne davon, weil es auch eine meiner Lieblingsfrüchte ist. Ja, aber es gibt, subhanallah, was es alles so gibt. Ja, Datteln. Die Datteln, die wir haben in Algerien zum Beispiel, oder Algerien, Tunesien, die heißen Degla oder Deglat Nur. Die gibt es nur dort. Die wachsen nicht in Saudi-Arabien, die wachsen nicht im Irak, die gibt es nur dort, subhanallah. Und dann gibt es diese Datteln, die es zum Beispiel im Irak gibt. Ja, oder in Palästina, diese ganz, ganz großen, diese leckeren, als hättest du einen ganzen Döner im Mund, ja, diese leckeren in Palästina, subhanallah, wie heißen die nochmal? Fällt mir jetzt gar nicht ein, subhanallah, die gibt es nur in Palästina. Nur dort. Die wachsen nicht in Algerien, nicht in Marokko, nicht in Mauretanien, nicht in anderswo, die wachsen nur dort. Ja, und dann gibt es diese anderen, die es in Medina gibt. In Medina und Saudi-Arabien, in dieser Ecke, auf der arabischen Halbinsel, so viele verschiedene Sorten. Und die wachsen wiederum nicht woanders. Ich habe gehört, dass alleine im Irak, Mejul, genau, im Irak soll es mehr als 1000 verschiedene Arten von Datteln geben. Subhanal Khaliq. Gepriesen sei dieser perfekte Schöpfer. Dieser vollkommene Schöpfer. Ja? Wa huwa al-Khallaq al-Alim. Er ist der Schöpfer und al-Khallaq ist eine höhere Form von Erschaffen. Einer, der immer wieder Neues erschafft. Wie diesen Coronavirus zum Beispiel. Ja, Coronaviren gab es schon, aber ja, die mutieren auch und die gibt es auch immer wieder anders. Allah also erschafft und erschafft immer wieder. Er ist Al-Khallaq al-Alim. Ja, er ist der Schöpfer und immer wieder Erschaffende. Subhanallah. Ja, dann schaut mal, hätte es nicht gereicht und deswegen macht sich einer Sorgen. Allah erschafft so viele Arten von Datteln, von Äpfeln, von Mangos, von Fischen, von Fleisch und Fisch und Obst, Gemüse, subhanallah. Und dann macht sich einer Sorgen, dass er morgen nichts mehr zu essen hat. Und das Problem, wie ich schon gestern in meinem Vortrag erwähnt habe, ja, dass wir ein Problem haben einfach. Ja? Wir ein Problem haben, dass wir einfach zu übertrieben, ja, verwöhnt sind. Ja? Dass wir einfach zu übertrieben verwöhnt sind. Das ist einfach unser Problem. Weil wir einfach Angst haben, ey, morgen haben wir vielleicht kein Nutella auf dem Tisch. Ja? Oder morgen haben wir keine Ahnung. Ja, irgendwie so Gouda-Käse oder irgendwas. Wir vergessen, liebe Geschwister, dass die besten Menschen, die gelebt haben vor uns und die allerbesten Menschen, die Propheten, dass über sie Zeiten gekommen sind, wo sie nicht zu essen hatten. Aisha radiallahu anha überliefert im Hadith das Sahih. Die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert im Hadith
Und sie sagte, und es kam der Mond und er ging, und es kam der Mond und er ging, und es kam der Mond. Und in keinem Haus des Propheten wurde Feuer angezündet. Ja, wurde Feuer angezündet. Was bedeutet, es wurde kein Feuer angezündet? Es wurde nicht gekocht. Ja, das bedeutet, der Mond kam und ging einen Monat. Das heißt, der Monat kam und der Monat kam und es wurde in den Häusern, nicht in einem Haus, in keinem Haus, ist also, ja, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gekocht. Und dann wurde sie gefragt, was habt ihr denn gegessen? O Mutter der Gläubigen, was habt ihr gegessen? Qalat al-aswadan. Wir haben gegessen Wasser und Datteln. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat monatelang nichts anderes gegessen, außer Brot, außer Wasser mit Datteln. Datteln und Wasser, das war's. Nichts anderes. Wer? Der Gesandte Allah, der Liebling Allahs Azza wa Jal, der Prophet, der Gesandte Gottes, subhanallah, und seine Frauen, die Frauen der Gläubigen, sie haben nichts anderes gegessen, außer Wasser und Datteln, monatelang. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, ist eines Tages rausgegangen in der Hitze der arabischen Halbinsel. Ich war mehrere Male in Mekka, oft öfters in Mekka, und ich war öfters im Winter dort, also in unserem Winter, im Dezember, November, Dezember, Januar, in dieser Zeit war ich öfters dort. Und liebe Geschwister, wallahi, Mittagszeit, das Mittaggebet in der Kaaba, 30, 35 Grad und die Sonne knallhart. Wann? Im Winter, Dezember, November, Dezember, Januar, in diesen Monaten. Ja? Ich will euch nicht davon erzählen, wie dort die Sonne, wie knallhart die Sonne dort scheint im Sommer. 55 Grad, eine normale Sache in Saudi-Arabien. 50 Grad, könnt ihr euch vorstellen, 50 Grad? Wir gehen ein bei 30, 35 Grad, Khalas, bei uns, wir sind finished. Ja? Die haben dort jedes Jahr im Sommer in manchen Gebieten, aber ist ja sowieso ein komplettes Wüstengebiet. 50 Grad ist ganz normal in Saudi-Arabien. 45 Grad. Ja? Und in dieser Zeit, ja, Mittagszeit um 12 Uhr, Mittag herum, der Prophet Muhammad geht aus dem Haus raus. Wen trifft er, liebe Geschwister? Er trifft Abu Bakr und Umar. Abu Bakr und Umar. Und er sagt zu ihnen, hey, was macht ihr draußen um diese Uhrzeit? Und sie sagten zu ihm, O Gesandter Allahs, bei Allah, nichts hat uns rausgebracht aus dem Haus, außer, dass wir den Hunger nicht mehr ertragen konnten. Wer? Abu Bakr, As-Siddiq radiallahu anhu und Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Die zwei besten Menschen nach den Propheten. Die zwei besten Gefährten unter allen Gefährten. Subhanallah. Und sie sagten zu ihm, O Gesandter Allahs, was lässt dich zu dieser Zeit rausbringen? Das war eine Zeit, liebe Geschwister, da kannst du ein Ei aufschlagen, das ist direkt ready, ja? Ohne Pfanne, ohne Feuer. Sie sagen, O Gesandter Allahs, was lässt dich in dieser Hitze rauskommen aus deinem Haus? Das konnte man nicht ertragen, diese Hitze. Der Prophet Muhammad sagte zu ihnen, bei Allah, mich hat nichts anderes rausgebracht oder kein anderer Grund hat mich aus meinem Haus vertrieben und rausgebracht, außer derselbe Grund, der euch auch aus dem Haus gebracht hat. Das heißt, der Prophet Muhammad konnte den Hunger nicht mehr ertragen, sallallahu alaihi wasallam, und deswegen ist er wegen dem Hunger, den er nicht mehr ertragen konnte, aus dem Haus rausgegangen, in dieser Hitze. Wer? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, kommt, wir gehen dann zu einem Sahabi besuchen. Und dann sind sie zu einem Sahabi gegangen und dieser Sahabi hat ihnen dann zu essen gegeben. Wisst ihr, was dann geschehen ist, liebe Geschwister? Als die Sahaba dann schaut in diesem Hunger, den sie waren, vielleicht Allah weiß, wie viele Tage sallallahu alaihi wasallam, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba vielleicht nicht gegessen haben, ein Tag, zwei Tage, Allahu alam, ja. Und die gingen dann zu diesem Sahabi und dieser Sahabi hat Abu Bakr und Umar etwas serviert, ein bisschen Fleisch oder etwas zum Essen gegeben. Und dann als sie angefangen haben zu essen, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, wisst ihr was? Seht ihr dieses Essen, was ihr da gerade isst? Allah subhanahu wa ta'ala wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Und dann hat er diese Verse verlesen vom Koran.
dass man zur Rechenschaft gezogen wird. Zur Rechenschaft. Yuhasibukum alayh. Ja, yuhasibukum alayh. Al-Hakum al-Takathur, Ende davon. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Und dann werdet ihr gefragt nach dem Na'im, nach dieser. Dann werdet ihr gefragt nach dieser Gnade, die ihr bekommen habt. Subhanallah. Subhanallah. Und dann haben sie geweint, liebe Geschwister. Abu Bakr und Umar haben das gehört. Wenn ihr Subhanallah schaut und überlegt, ja, in welchem Zustand sie waren so hungrig, so hungrig. Und dann kriegen sie was zu essen. Und der Prophet Muhammad sagt ihnen, ihr werdet gefragt nach diesem Essen, nach dieser Gnade, die ihr bekommen habt, ihr werdet gefragt. Dankbarkeit oder keine Dankbarkeit. Subhanallah. Und schaut dann uns, unseren Zustand dann an. Wie viel wir haben, wie viel wir besitzen, wie voll unsere Kühlschränke sind und wie viel Dankbarkeit wir zeigen. Subhanallah. Möge Allah uns recht stellen und uns vergeben. Und solche yani, Hadithe, Hadith wala Haraj, sehr, sehr viele Überlieferungen. Ja? Sehr viele Überlieferungen, liebe Geschwister. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass er manchmal, er sagte selber über sich, er sagte manchmal, ich habe den Hunger nicht mehr ertragen, ja, dass ich mich auf dem Boden, auf dem Erdboden einfach wälzte. Ja, er wälzte sich wie ein, yani, nicht als Beleidigung natürlich, möge Allah bewahren, aber er wälzte sich wie ein, vielleicht wie ein Welpe oder, ja, oder ein, auf dem Boden, wie ein Verrückter. Und er sagte, Wallahi, die Menschen haben gedacht, ich bin verrückt und Wallahi, ich war nicht verrückt. Aber ich habe Hunger gehabt, den ich nicht mehr ertragen konnte. Radiallahu anhum ajma'in. Und der Prophet Muhammad, was er oft zu tun pflegte, er hat sich einen Stein um seinen Bauch gebunden, ja, wegen den Schmerzen, die er hatte, aus keinem anderen Grund, außer als Hunger, liebe Geschwister. Und deswegen, und das wollte ich nur dazu erwähnen, dass wir uns nicht Sorgen machen müssen, liebe Geschwister, dass wir verhungern. Viel, viel mehr Sorgen müssen wir uns machen um unsere Taten und um unsere Pflichten, die wir nicht erfüllen, um unseren Glauben, den wir nicht praktizieren, wie wir ihn praktizieren sollten und müssen. Ja? Und dann lernen wir davon, dass wir auf Allah vertrauen. Dass wir auf Allah vertrauen. Und schaut, der Prophet Muhammad hat viele verschiedene Epochen gelebt. Ja? Er hat Zeiten gelebt, wo er hart geprüft wurde und wo er dann aber auch vieles bekam und verteilte, ja, und wo er vertrieben wurde und geschlagen wurde und dann wo, wiederum, wo er gesiegt hat, wo er siegesreich war und wo er dann, sage ich mal, geehrt wurde, etc. Allah Azza wa Jalla hat ihn geprüft und ihm viele verschiedene Sachen gegeben, um ihn weiter seinen Status und seine Stufen zu erhöhen. Allah Azza wa Jalla hat ihm das gegeben, um seine Geduld zu prüfen und dass er seiner Umma Geduld beibringt. Und dass er seiner Umma beibringt, wie man auf Allah vertraut und wie man Geduld übt und wie man dankbar ist in guten und in schweren Zeiten. Und wie ich gestern genannt habe, den Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du, wenn du Allah kennst und ein guter Diener bist in schweren Zeiten, ja'raf ya rabbaka fi ar-raha ya'rifuka fi ash-shiddah. Wenn du Allah kennst in schlechten Zeiten, Allah wird mit dir sein und dich unterstützen in schlechten Zeiten. Ja, weil meistens ist es so, die Menschen sind näher zu Allah, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn es ihnen schlecht geht, wie jetzt zum Beispiel, die Leute beten mehr, die Leute haben mehr Dua, mehr Dhikr, mehr Azkar, Sabah und Masa. Warum? Weil sie in Angstzustand sind. Ja, wenn es den Menschen schlecht geht, wenn gerade das Schiff sinkt, wenn gerade das Flugzeug sinkt oder wie auch immer, ja, wenn es gerade den Menschen schlecht geht, wenn er gerade in Not ist, so wie Allah verzeichnet in vielen verschiedenen Stellen im Koran, was machen die? Ja, tadarra'un. Ja, dann flehen sie um Hilfe. Dann bitten sie Allah, dann beten sie, dann werden sie alle zu Muwahhidun, richtige Gläubige. Sogar wenn sie ungläubig sind, das kennen wir alle vielleicht von den Filmen, ja, wenn das Schiff gerade sinkt oder, wie heißt mal dieser eine Film, dieses riesige Schiff, was früher versunken ist, ja, dieses, ja, den Film, den ihr alle kennt, wie heißt er nochmal? Vielleicht schreibt das hier jemand. Ja, wenn wir Allah in guten Zeichen kennen, kennt uns Allah, also ist Allah also mit uns
In schlechten Zeiten. Wie heißt mal dieser? Titanic, genau. Titanic. Ja? Titanic. Und in solchen Filmen, was sieht man da? Auf einmal fangen die Leute an zu beten. Und die Leute zum Beispiel auch in anderen Filmen, wenn die Leute zum Beispiel, ja, das Kind ist im Krankenhaus, das Kind ist in einer OP oder irgendwas. Oh Gott, wenn es dich gibt. Der ist vielleicht Atheist, der glaubt gar nicht an Gott. Aber an dem Tag, in dem Augenblick, wo es einem schlecht geht, an dem Tag wird jeder gläubig. Oder viele gläubig. Ja? Aber was passiert, wenn sie khalas, wenn sie gerettet sind? Idahum yakfurun. Khalas, dann gehen die wieder zurück zum Kufr, ja, zum Unglauben, zum Irrglauben, zum Irrweg, zur Undankbarkeit. Dann vergessen sie Allah. Warum? Es geht ihnen gerade gut. Dann sind sie wieder beschäftigt mit Dunya. Ja? Und so ist einfach der Mensch. Und deswegen, liebe Geschwister, aber der Gläubige, der wahre Gläubige, der geehrt werden will am Tage der Auferstehung, der hat nicht diese Eigenschaft. Der hat die Eigenschaft, er ist auch mit Allah in guten Zeiten. Wenn es dir gut geht, sei dann ein dankbarer Diener. Sei dann einer, der betet, der fastet, der spendet, der mit den Bedürftigen fühlt und denkt und glaubt und spendet und hilft. Ja? In guten Zeiten sowie in schlechten Zeiten. Allah subhanahu wa ta'ala lobt diese Menschen in der dritten Surah des Koran, Surah Al-Imran, das Haus Imran. Allah sagt, in diesem Vers, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala spricht, وَسَارِعُوا, und beeilt euch. Ja? Und beeilt euch in guten Taten, eilt. Ja? Und eilt zu der Vergebung eures Herrn und zu den Paradiesgärten. Ja? Eures Herrn, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, und Paradiesgärten, عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ja? Die Weite ist von Himmel und Erde. Sie ist vorbereitet für die Gottesfürchtigen. Ja? Die ist vorbereitet worden für die Gottesfürchtigen. Was sind ihre Eigenschaften, O Allah? Allah sagt, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Sie spenden, sie geben aus und spenden in schlechten Zeiten sowie in guten Zeiten. Ja? Nein. Nein. Wenn es dir gut geht. Ja? In guten Zeiten sowie in schlechten Zeiten. Sie spenden in guten sowie in schlechten Zeiten. Ich habe hier den Koran, Surat Al-Imran. Hier ist der Vers. Ja, die Übersetzung steht: Und wetteifert um die Verzeihung eures Herrn und einen Garten, der weit ist wie die Himmel und die Erde, bereitet für die Gottesfürchtigen, die da spenden in Freud und Leid. Ja, die da spenden in Freud und Leid. Also in guten sowie in schlechten Zeiten. Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, das sind die Leute, die die Eigenschaften haben, die am Tag der Auferstehung geehrt werden. Ja, aber ich wollte euch vielleicht auch noch ganz kurz noch dazu erwähnen, bevor ich inshallah dann mit diesem Vortrag Schluss mache, damit es nicht zu viel wird. Es werden am Tage der Auferstehung Menschen entehrt, entwürdigt. So wie Menschen geehrt werden, diese Menschen, die wir heute zum Beispiel erwähnt werden, haben, die diese vier Eigenschaften haben, im letzten Vortrag, die Menschen, die sieben Arten von Menschen, die bestimmte Eigenschaften tragen im Diesseits, werden geehrt und belohnt am Tage der Auferstehung, bevor sie ins Paradies gehen. So gibt es andere Menschen, liebe Geschwister, die entwürdigt werden und die bloßgestellt werden und die erniedrigt werden und bestraft werden. Wo? Bevor sie in die Hölle gehen, am Tage der Auferstehung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich werde natürlich nicht alles oder vieles nennen, weil es auch dann den Rahmen sprengen würde, aber ich nenne wenigstens so zwei, drei, inshallah, damit wir auch diese Informationen mitnehmen, inshallah, und dass wir aufpassen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im authentischen Hadith, Al-Mutakabbirun, die Leute, die Hochmut haben, die Arroganz haben, ja, die Arroganz haben, und hochmütig sind. Die denken, die sind besser als andere. Die sich hochmütig verhalten. Die zu anderen Leuten herabschauen.
Nur weil sie vielleicht von einem anderen Land kommen, weil sie vielleicht eine andere Hautfarbe haben, weil sie vielleicht nicht so viel Geld haben. Ja? Die Leute, die Hochmut und Arroganz haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sie werden am Tage der Auferstehung, sie werden so klein sein wie Ameisen und die Menschen werden auf sie drauftreten. Am Tage der Auferstehung, das ist bevor man ins Paradies oder in die Hölle geht. Ja? Die Leute, die heute, ja, breite Brust, ja, die Brust rausholen und ja, vielleicht so oder die Nase hoch haben oder auch ohne die Brust raus und die Nase hoch, aber ihr Verhalten ist so. Ihre Worte sind so. Ja? Ihre Worte sind so. Viele Menschen, leider unter uns Muslime, die das gar nicht haben dürfen im Islam, extrem verboten, absolut verboten, wie Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, in Suratul Hujurat, die Gemächer, Sura Nummer 49 im Koran, Allah hat das absolut verboten. Aber leider unter uns Muslime gibt es viele, die solche ekelhafte Eigenschaften haben. Ja, ich sage wirklich hier ekelhaft, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Eigenschaft auch ungefähr so erklärt hat. Ja? So erklärt hat. Rassismus, Nationalismus, er sagte dazu, dass diese Eigenschaft ist Netina. Netina. Netin ist eine, einfach die Erklärung ist vielleicht, oder die Übersetzung, die mir jetzt einfällt, ist ekelhaft. Aber es ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Ja? Netin ist eine Sache, die man ja, unerträgliche stinkende Eigenschaft. Okay? Eine Sache, die zum Beispiel das, was vielleicht in der Kanalisation ist und so, dazu würde man sagen, Netin. Oder zum Beispiel eine Leiche von Mensch oder Tier, die verwest ist. Ja? Das wäre eine Sache, die Netin ist im Arabischen, wozu man Netin sagen würde. Ja? Der Prophet Muhammad sagt über Nationalismus, ja, über Nationalismus, dass das eine ekelhafte, stinkende Eigenschaft ist. Wie auch immer, in diesem Hadith, liebe Geschwister, erklärt uns der Prophet Muhammad SAW was? Dass die Leute, die hochmütig sind, die auf andere Leute herabschauen, die arrogant sind und so auch oder vielleicht auch so reden, ja. Ich habe eine Cousine in Algerien, sie sagte mir einmal, haben wir gesprochen, vielleicht vor 10 Jahren, und leider gibt es sowas in unseren Ländern. Subhanallah. Sie sagte, meine Tochter, ein Schwarzer heiratet meine Tochter? Niemals wird das passieren. Niemals. Ja? Ja, warum nicht? Was denkst du? Bist du besser als schwarze Menschen? Subhanallah. Ja? Und leider ist das so. Es gibt in unseren Ländern, in arabischen, türkischen, in vielen unseren Ländern, egal wo, islamischen Ländern, so viele Leute, die Rassisten sind. Untereinander, ja, Volksgruppen, wie zum Beispiel in Pakistan etc., da gibt es ja auch diese Schichten, ja, das sind die Reichen und die, ja, die so und so. Und dann gibt es die Arbeiterklasse und dann gibt es diese, ja, die ganz Armen und so. Du denkst daran, du kannst manchmal darüber träumen, dass du von da oben jemand heiratest, von dieser anderen Schicht. Und solche Sachen. Der Islam ist gekommen, um sowas zu vernichten. Ja, solches Gedankengut, ja, gibt es nicht im Islam. Allah Azza sagt das im Koran, in dieser Sura, die ich gerade genannt habe, Surat al-Hujurat, die Gemächer. وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah hat eine Regel festgelegt. Allah hat uns zu Völker und Gemeinschaften erschaffen, dass wir uns einander kennenlernen. لِتَعَارَفُوا. Dass wir uns einander kennenlernen. Und dann sagt Allah Azzawajal die Formel, die bei unserem Schöpfer zählt, wer der bessere Mensch ist. Keine andere Formel existiert außer diese. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Der Beste unter euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste, der Rechtschaffenste, der Mensch, der am besten ist. Religion, Charakter. Ja? Der rechtschaffen ist, der Gutes tut.
der frei ist von Ungerechtigkeit, von Arroganz, von Sünden, von Schändlichkeiten, von Lügen, von Lästern, von Fluchen und Betrügen und schlecht sein einfach. Der Beste ist derjenige, der Beste unter euch, das ist die Regel. Derjenige, der seine Pflichten erfüllt, der einen guten Charakter hat, der am besten ist zu seinen Eltern, zu seinen Nachbarn, zu den Kindern, zu den Tieren, zu der Umwelt, derjenige, der am besten die Religion einfach praktiziert, der die beste Verbindung hat zu seinem Schöpfer und zu der Schöpfung. Das ist der Beste bei Allah. Und der dann etwas weniger ist, der ist hinter ihm und so weiter und so fort. Das ist die Tabelle, wie man ein besserer Mensch ist. Nationalität, Geld, Besitz, dieses, jenes, zählt null bei Allah. Ja? Multimilliardär oder der ärmste Mensch der Welt. Ich sage euch eine Sache. Wir haben vorhin kurz über Abu Huraira geredet. Abu Huraira, radiallahu anhu, er war einer der ärmsten Sahaba. Der hat sogar nicht mal ein Haus gehabt. Der hat einfach in der Moschee gelebt. Ja? Ashabu Suffa. Es gab Sahaba, die waren sowas von arm. Die haben nicht mal eine Hütte, eine Strohhütte gehabt. Wo haben sie gelebt? Die haben einfach in der Moschee gelebt. Und das waren die waren einfach jeden Tag am Hungern. Ja? Und Abu Huraira war einer von ihnen. Aber eins kann ich euch versichern. Abu Huraira radiallahu anhu ist besser als wir 1,5 Milliarden Muslime alle zusammen. Wenn du uns alle zusammenpackst, er alleine, dieser Ärmste der Allerärmsten. Bilal ibn Rabah, der Muaddin von Rasulullah, dieser schwarze Mann, ja, aus Afrika, gebürtig aus Afrika, der Gefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schwarz, aber richtig schwarz. Wallahi wa billahi wa tallahi, er ist besser als ich und meine Vorfahren und meine Familie und ihr alle, die zuhört, und all eure Vorfahren. Er alleine, dieser schwarze Mann. Und deswegen, liebe Geschwister, wir Muslime, wir haben diese Eigenschaft nicht. Wenn ein Mensch gut ist und er ist gottesfürchtig, er ist Rechenschaft, er hat guten Charakter bei Allah, er ist einfach besser als wir. Punkt aus. Egal, ob du schön bist, nicht schön bist, interessiert uns nicht einfach. Das interessiert Allah gar nicht. Warum? Weil es wird der Tag kommen und dieser Tag ist sehr, sehr nah, liebe Geschwister. Egal wie schön du bist, egal wie reich du wirst in dein Grab gelegt. Das heißt, dein Konto wird auf Null sein und die Würmer werden deinen Körper aufessen. Das heißt, du wirst verwesen und deine Schönheit wird gehen. Das wird dir alles nichts nützen. Das Einzige, was dir nützen wird an dem Tag, deine Taten. Was hast du gemacht? Deine Taten, dein Charakter. Nichts mehr und nicht weniger. Und deswegen, liebe Geschwister, schaut auf diese Leute, die am Tag der Auferstehung erniedrigt werden. Ja? Und Allah Azza wa Jalla, es gibt eine Regel im Islam: Al-Jaza'u min jinsi al-amal. So wie du, yani, die Belohnung wird dementsprechend sein, das ist schwer zu übersetzen für mich jetzt, die Belohnung wird dementsprechend, was man zu tun pflegte, ungefähr. Ja? Wird dem entsprechen, was man zu tun pflegte. Schaut diese Arroganten, die Hochmütigen, die Kibber hatten, ja, die diese ekelhafte Eigenschaft hatten, hochmütig und arrogant zu sein. Hier in dieser Welt, was haben sie gemacht? Sie dachten, sie sind besser. Sie haben auf die anderen herabgeschaut. Sie haben andere, ja, beleidigt oder wie auch immer. Was wird ihre Strafe sein am Tage der Auferstehung? Jazaan wifaqa, so sagt Allah im Koran. Ja? Jazaan wifaqa. Dafür, dass sie hochmütig waren und auf die anderen herabgeschaut haben und andere vielleicht erniedrigt haben, etc. im Diesseits, ihre gerechte Strafe ist es, dass am Tage der Auferstehung wird Allah sie erschaffen, sie werden auferstehen von ihren Gräbern, aber am Tag der Auferstehung, sie werden die Größe haben von Ameisen. Und wir, sag ich mal, normale Menschen, mögen Allah uns bewahren vor Hochmut und Arroganz, die normalen Menschen werden auf sie drauf treten, wie Ameisen auf sie drauf treten, um sie zu erniedrigen. Sie werden davon nicht sterben, weil es gibt keinen Tod mehr am Tage der Auferstehung. Wenn du am Tage der Auferstehung einmal auferstehst, es gibt keinen Tod mehr danach. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, schaut, Jazaan wifaqa, so wie Allah sagt im Koran, du wirst genau dieselbe Belohnung oder Bestrafung bekommen, so wie du anderen getan hast auf dieser Erde. Möge Allah bewahren. Und im anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemand,